Es gibt aber noch ein Problem, außer NRW, Elbphilharmonie und FDP. Das ist noch viel schlimmer. Wir blenden das jetzt mal ein. Das stand sogar in der New York Times. Hier ist die Headline. In Germany, a highway threatens the Mosel wine region. So, für alle, die kein Englisch können, übersetzen wir das jetzt mal. Besser gesagt, Martina Hauschild. Diese Leute aus dem Ort Uerzig sind so undankbar. Jetzt bekommen sie hier über ihr schönes Moseltal eine nagelneue, riesengroße Brücke. Aber die Leute wollen sie gar nicht. Hier wird ein Projekt durchgezogen von der Landesregierung, eine Wahnsinnsbrücke, ein Megaprojekt. Hier von der Eiflerseite rüber zum Moselsporn an der breitesten und höchsten Stelle. Ein Irrsinn. Die Brücke soll mitten durch das berühmte Mosel-Weinbaugebiet gehen. Sie wird 1700 Meter lang und 160 Meter hoch. Durch die Brücke bekommt der Wein zwar weniger Wasser und Sonne, aber dafür gibt es eine bessere Verkehrsanbindung, sagt der Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz. Die Moselbrücke hat eine höhere Bedeutung. Es ist eine fehlende Ost-West-Verbindung aus dem Rhein-Main-Gebiet in den Bereich Trier-Luxemburg bis hin zu den Überseehäfen. Schon in den 60er Jahren wollte der damalige Verkehrsminister, genannt Trassenheinrich, diese Brücke bauen. Nur war das zu teuer. Dafür wird jetzt gebaut, weil jetzt der Bund zahlt. 250 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket. Das ist ein Projekt von vor 30 Jahren, das Augen zu und durch heute endlich realisiert werden soll. Weil wir eine sehr mächtige Straßenbaulobby haben, die immer wieder dafür sorgt, dass immer neue Projekte auf die politische Agenda kommen. Ach, diese Brückengegner haben immer was zu meckern. Dabei hat die Brücke so viele Vorteile. Die Moselbrücke hat touristische Vorteile, weil das Moseltal von Durchgangsverkehr LKWs befreit wird und viele schneller ihr Urlaubsort an der Mosel erreichen werden. Da wird der Hotelier an der Mosel bestimmt dankbar sein. Es werden Gäste ausbleiben, die vor Ort waren. Und es ist ja auch so, wer möchte schon gerne direkt neben einer Brücke oder unter einer Brücke schlafen. Aber die Anwohner vor Ort, die freuen sich doch bestimmt, oder? Wir werden immer nur so ein monströses Bauwerk vor uns haben. Ich glaube, keiner weiß, was man uns da antut. Ja gut, die Winzer, die Hoteliers und die Anwohner wollen die Brücke nicht. Aber das sind Einzelstimmen. Die deutliche Mehrheit, ich gehe von über 90% aus, steht hinter der Moselbrücke. Jeden Sonntag demonstrieren die Leute zwar immer noch gegen die Brücke, aber wie gesagt, Einzelstimmen.